In questa video lezione ci occuperemo dell'ascolto passivo utilizzato per imparare una nuova lingua, in questo caso il tedesco. Che cos'è l'ascolto passivo? L'ascolto passivo consiste nell'ascoltare qualcosa senza fare molta attenzione. Ascoltare ad esempio nel tempo libero un lungo racconto, in tedesco ovviamente, senza avere né la traduzione né i sottotitoli. È un modo per abituarsi al suono delle parole pronunciate in tedesco, in modo da avere in breve tempo familiarità con una lingua che non è nostra. Avere familiarità con una lingua che non è nostra vuol dire sviluppare la capacità di memorizzare nuove frasi in brevissimo tempo. Se conosci mille parole, non è detto che le riesci a riconoscere nel parlato. Quindi, ad esempio, se hai imparato 100 verbi, 100 nomi astratti, 100 aggettivi qualificativi, 100 altri tipi di sostantivi, non è detto che poi, nel sentire parlare una persona in tedesco, riuscirai a capire il significato delle frasi che hai ascoltato. Quindi, per concludere, è importante imparare le regole grammaticali, è importante imparare un insieme di parole, ad esempio i sostantivi, ad esempio gli aggettivi qualificativi, eccetera. È importante leggere le frasi in tedesco per poi ripeterle svariate volte, ma è altrettanto importante dare spazio anche all'ascolto. Questo perché è più difficile capire il parlato rispetto allo scritto. Oltre al fatto che ho già detto prima, e cioè ascoltare un racconto svariate volte, anche se non si conosce la traduzione, il significato, aiuta il nostro cervello a memorizzare più in fretta le parole. Quindi armiamoci di tantissima pazienza e ascoltiamo insieme questo racconto. In questo filmato si parla dell'industrializzazione 4.0, c'è chi la chiama rivoluzione industriale 4.0. C'è chi la chiama invece terza rivoluzione industriale oppure rivoluzione industriale 3.0. Quello su cui concordano tutti però è che stiamo vivendo una nuova industrializzazione che è una vera e propria rivoluzione ed è di questa rivoluzione che si parla in questo filmato. Ascoltiamo. Definition Industrialisierung und Industrielle Revolution Wir starten in Europa vor allem in den Jahren 1800 bis 1900. Heißt es jetzt Industrialisierung oder Industrielle Revolution? Und was bedeutet das genau? Warum zur Hölle stehen jetzt zwei Begriffe im Titel? Ganz einfach. Industrialisierung und industrielle Revolution meint genau dasselbe. Die Historiker streiten sich aber darüber, was der angemessene Name für den Shit ist. Die einen sagen, man muss es Revolution nennen, die anderen sagen, man soll es nicht Revolution nennen. Merkt euch also einfach, Industrialisierung gleich industrielle Revolution. Dann benutzt ihr einfach den Begriff, den euer Lehrer auch benutzt. Macht euch da keinen Stress, folgt einfach eurem Lehrer und sagt euch die Sympathiepunkte ein. Weiter geht's mit der Definition. Die Industrialisierung ist die Umgestaltung von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Also der Wandel von der alten Agrargesellschaft zur neuen Industriegesellschaft. In der Agrargesellschaft war es so, dass die meisten Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Sprich, der 0815-Mensch war ein Bauer. In der Industriegesellschaft ist es so, dass viele Leute in Städten wohnen und in Fabriken arbeiten. Angenommen, in Land X gibt es um 1800 eine komplette Agrargesellschaft. Fast jeder ist Bauer. 1900 gibt es im selben Land dann eine Industriegesellschaft und die meisten arbeiten in Fabriken. Dann ist das, was zwischen 1800 und 1900 passiert ist, die Industrialisierung. Dieser Wandel findet nicht nur in unserem Beispiel, sondern auch in Europa, vor allem zwischen 1800 und 1900 statt. Dabei wird die Wirtschaft richtig krass umgestaltet. Darunter könnt ihr euch sowas wie Einführung von Dampfmaschinen usw. So vorstellen. Auch die Gesellschaft wird komplett verändert. Stichwort Gewerbefreiheit, Arbeitsverhältnisse, soziale Frage, Kluft zwischen Arm und Reich. Definition Industrialisierung und industrielle Revolution. Wir starten in Europa vor allem in den Jahren 1800 bis 1900. Heißt es jetzt Industrialisierung oder Industrielle Revolution? Und was bedeutet das genau? Warum zur Hölle stehen jetzt zwei Begriffe im Titel? Ganz einfach. Industrialisierung und Industrielle Revolution meint genau dasselbe. Die Historiker streiten sich aber darüber, was der angemessene Name für den Shit ist. Die einen sagen, man muss es Revolution nennen, die anderen sagen, man soll es nicht Revolution nennen. Merkt euch also einfach, Industrialisierung gleich Industrielle Revolution. Damit benutzt ihr einfach den Begriff, den euer Lehrer auch benutzt. Macht euch da keinen Stress, folgt einfach eurem Lehrer und sagt euch die Sympathiepunkte ein. Weiter geht's mit der Definition. Die Industrialisierung ist die Umgestaltung von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Also der Wandel von der alten Agrargesellschaft zur neuen Industriegesellschaft. In der Agrargesellschaft war es so, dass die meisten Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Sprich, der 0815 Mensch war ein Bauer. In der Industriegesellschaft ist es so, dass viele Leute in Städten wohnen und in Fabriken arbeiten. Wenn ihr jetzt Bock auf Gesellschaft und Agrarwirtschaft habt, dann schaut mal bei unseren Geografie-Videos nach. Nochmal mit Beispiel. Angenommen, in Land X gibt es um 1800 eine komplette Agrargesellschaft. Fast jeder ist Bauer. 1900 gibt es im selben Land dann eine Industriegesellschaft und die meisten arbeiten in Fabriken. Dann ist das, was zwischen 1800 und 1900 passiert ist, die Industrialisierung. Dieser Wandel findet nicht nur in unserem Beispiel, sondern auch in Europa, vor allem zwischen 1800 und 1900 statt. Dabei wird die Wirtschaft richtig krass umgestaltet. Darunter könnt ihr euch sowas wie Einführung von Dampfmaschinen und so weiter vorstellen. Auch die Gesellschaft wird komplett verändert. Stichwort Gewerbefreiheit, Arbeitsverhältnisse, soziale Frage, Kluft zwischen Arm und Reich. Definition Industrialisierung und Industrielle Revolution Wir starten in Europa vor allem in den Jahren 1800 bis 1900. Heißt es jetzt Industrialisierung oder Industrielle Revolution? Und was bedeutet das genau? Warum zur Hölle stehen jetzt zwei Begriffe im Titel? Ganz einfach. Industrialisierung und industrielle Revolution meint genau dasselbe. Die Historiker streiten sich aber darüber, was der angemessene Name für den Shit ist. Die einen sagen, man muss es Revolution nennen, die anderen sagen, man soll es nicht Revolution nennen. Merkt euch also einfach, Industrialisierung gleich industrielle Revolution. Dann benutzt ihr einfach den Begriff, den euer Lehrer auch benutzt. Macht euch da keinen Stress, folgt einfach eurem Lehrer und sagt euch die Sympathiepunkte ein. Weiter geht's mit der Definition. Die Industrialisierung ist die Umgestaltung von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Also der Wandel von der alten Agrargesellschaft zur neuen Industriegesellschaft. In der Agrargesellschaft war es so, dass die meisten Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Sprich, der 0815-Mensch war ein Bauer. In der Industriegesellschaft ist es so, dass viele Leute in Städten wohnen und in Fabriken arbeiten. Angenommen, in Land X gibt es um 1800 eine komplette Agrargesellschaft. Fast jeder ist Bauer. 1900 gibt es im selben Land dann eine Industriegesellschaft und die meisten arbeiten in Fabriken. Dann ist das, was zwischen 1800 und 1900 passiert ist, die Industrialisierung. Dieser Wandel findet nicht nur in unserem Beispiel, sondern auch in Europa, vor allem zwischen 1800 und 1900 statt. Dabei wird die Wirtschaft richtig krass umgestaltet. Darunter könnt ihr euch sowas wie Einführung von Dampfmaschinen usw. So vorstellen. Auch die Gesellschaft wird komplett verändert. Stichwort Gewerbefreiheit, Arbeitsverhältnisse, soziale Frage, Kluft zwischen Arm und Reich.